Ja, herzlich willkommen für alle, die noch nicht da sind. Wir sind bei den Backend Talks und ich habe jetzt eine Speakerin bei mir und freue mich sehr darüber, Lisa Duschek. Du hast gerade deinen Vortrag gehalten und ich möchte jetzt noch ein bisschen was von dir wissen zu dem Thema, über das du gesprochen hast. Es ging um Coding, richtig? Du kommst eigentlich von der Wirtschaftsseite, von der juristischen Seite, ja genau, hast das studiert und hast dich aber dann verändert. Was hat sich da getan in der Zwischenzeit, dass du dich verändert hast? Was prinzipiell passiert ist, also ich habe ich vorher eh gesagt, mich immer mehr engagiert als studiert. Das heißt, ich war in diversen NGOs tätig, Projekten tätig und da kam immer irgendwie dasselbe Problem. Wir brauchen eine Website, wir brauchen eine IT-Lösung. Kostenvoranschläge bekommen über 5.000, 6.000 Euro, wo wir kein Geld hatten im Endeffekt. Und ich habe versucht, mir das Ganze im Selbststudium beizubringen. Eigentlich nur ein bisschen, ja, wie programmiere ich eine Website. Habe gemerkt, das geht überhaupt nicht für mich im Selbststudium. Und nachdem ich ein Auslandsjahr machen wollte, dachte ich mir, okay, ich mache das Ganze in den USA, wo es diese Bootcamp-Formate eben gibt. Das heißt Bootcamp, das klingt nach einem ziemlich harten Training. Ist das, kann man sich das auch so vorstellen wie ein Bootcamp, wo man so am Boden seine Liegestütze macht, quasi die ganze Nacht durchlernen oder wie war das? Es klingt ein bisschen militärischer, als es eigentlich ist. Also ist jetzt nicht so dramatisch, ist wirklich intensiv. Also in 4 Monaten das zu lernen, was man normalerweise in 2, 3 Jahren im Selbststudium vielleicht lernt, ist schon hart. Also es gibt schon auch Zeiten, wo man am Abend einfach zusammenbricht über dem Laptop und sagt, danke, ich fahre nach Hause, das war's. Zahlt sich aber aus. Also wirklich eine Zeit, wo man sagt, investiert man und nachher kann man was. Und das kann man wirklich beruflich einsetzen. Also Gut, man muss auch sagen, man bewegt sich da wahrscheinlich in Amerika, auch in dem Land, das ganz vorne dran ist, wo man vorne dabei ist. War das sehr teuer? Damals habe ich knapp 3.000 Dollar bezahlt für die 4 Monate. Also das war wirklich eins der günstigeren. Man muss aber sagen, dass die wirklich beliebten, wo die Quoten von 10% Annahme haben von Studierenden, teilweise 12.000 bis 16.000 Dollar kosten. Das heißt, man muss sich auch bewerben? Also ich habe damals Bewerbungsverfahren gehabt mit natürlich Lebenslauf, Motivationsschreiben, Skype-Interview und sogar Programmierbeispielen. Also schon erste Kapitel quasi lernen und eine kleine App programmieren. Okay, also wir haben eigentlich gehört, wie hat das geheißen, Epicodus? Epicodus war die Schule, wo ich war. Empfehlenswert? Sehr. Okay, aber in Wien kannst du was ganz anderes empfehlen, nämlich dein eigenes Unternehmen. Wie heißt das schnell nochmal? Code Factory. Genau, die Code Factory. Und da bietet ihr was an und für wen? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Prinzipiell natürlich für jeden. Ist uns auch sehr wichtig, dass wir besonders Quereinsteiger ansprechen. Also unser Altersschnitt ist nicht irgendwo bei 18, sondern tatsächlich über 30. Frauen, wir haben über 50% Frauen, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Wahrscheinlich das einzige IT-Unternehmen in ganz Europa, wenn nicht sogar, ja. Also wie gesagt, Schulabschluss, Formalabschluss ist bei uns nicht notwendig. Die meisten Leute haben Matura. Wir haben auch wunderbare Absolventen gehabt, die Pflichtschule hatten und wirklich gute Programmierer waren. Und ihr habt es wahrscheinlich auch ganz quer durch vom Alter her, nehme ich an. Also da gibt es dann auch ein paar, die aus einer ganz anderen Gegend kommen und einfach sagen, so, ich will mich neu aufstellen. Also wir haben, letzten Kurs waren 16 Nationalitäten, jüngster war 19 und der älteste 45. Also wirklich sehr bunt durchgemischt. Sind auch stolz drauf, also wir versuchen das auch sehr divers zu halten, weil ja, es ist einfach eine großartige Atmosphäre. Okay, und was ist das Ziel? Wo siehst du dich denn so in 2, 3, 5 Jahren? Gibt es da eine Vision? Also wir sind jetzt gerade am Expandieren, sowohl geografisch als auch neue Formate einzuführen. Das heißt erstens natürlich Abendkurse, weil wir wissen, es kann nicht jeder sich da jetzt 4 Monate Zeit nehmen und den Job liegen lassen, die Familie ignorieren. Spezialisierte Kurse für Leute, die sagen, ich möchte vielleicht kein Full-Stack-Developer werden, aber Datenbanken interessieren mich, Webdesign interessiert mich, ich möchte spezifisch eine bestimmte Programmiersprache lernen. Ja, und wie gesagt, geografische Expansion noch dieses Jahr. Sehr spannend und ich wünsche viel Erfolg. Dankeschön.